So, hier haben wir die Heilsalbe und ich würde sagen, wir gehen schnurstracks zurück ins Dorf der Katzen und heilen mal dieses Kind da, diese Tochter der Hüterin, also der Stammesältesten, Stammeshäuptlingsfrau, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ich glaube, das Dorf war hier unten. Gehe ich richtig von der Annahme? Oder sind wir hier wieder ganz falsch? Na, hier sind wir falsch. Bestimmt nicht richtig abgebogen. Ja, genau. Da haben wir es doch schon. Na, gehst du hin? So. Griff Fuchs, ich habe Befehl, dich passieren zu lassen. Ja. Jetzt kennen wir ja schon. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, benutzen wir doch mal die Heil... Da ist sie. Ich dachte noch, ich habe sie verloren, aber die ist ja hier erst platziert. Nee, Feldbett? Das ist bereits in Gebrauch. Ja. Vielleicht müssen wir es der Anführerin geben. Ich hoffe, dass das hilft. Ja, das hoffe ich auch, aber hallo? Wir wollen es dir noch gerne geben. Hier, nimm. Ich hoffe, dass das hilft. Vielleicht müssen wir auch die Nadel und Faden mit der benutzen? Das ist bereits in Gebrauch. Feldbett? Nee. Ach, wie der Fuchs da guckt. Oh, der ist geschockt, glaube ich. Was sollen wir denn hier machen? Können wir es der hier geben? Ich hoffe, dass das hilft. Ja, das hilft auch. Dann nimm's doch und mach's bei deiner Tochter. Verdammt. Müssen wir der vielleicht die Heilsalbe geben? Tatsächlich. Okay, gut. Die Wunde ist vernäht und die Salbe aufgetragen. Ich glaube, sie wird sich erholen. Die Medizin wird sehr bald wirken. Mutter! Mutter! Bist du es? Ja. Oh ja, Mirb. Endlich haben wir wieder einen Grund, im Dorf zu feiern. Dein Volk weiß wirklich, wie man feiert, Brauer. Natürlich, denn meine Tochter Mirb lebt. Du hast dir ewigen Dank verdient, Riff. Wie können wir dich jemals belohnen? Meine Freunde werden von Prinz und seiner Hundewache gefangen gehalten. Ich muss sie befreien. Wenn ihr mir helft, würde ich die Schuld als bezahlt ansehen. Was hast du im Sinn? Wenn mein Plan erfolgreich ist, wird es kein Blutvergießen geben. Die Hunde werden nicht einmal wissen, dass ihr da wart. Ja. Ninja-Katzen. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Hallo? Das Betäubungsmittel ist im Essen. Alles Weitere liegt an dir. Sehr gut. Jeder Hund, der das Mittel isst, wird für mindestens 3 Stunden schlafen. Genug Zeit für mich, um meine Freunde zu befreien. Aber das Schlafmittel ist nicht sehr stark. Du musst sehr leise sein, wenn du die Hunde nicht wecken willst. Ich muss es probieren. Es ist der einzige Weg, meine Freunde zu retten. Wir wünschen dir viel Erfolg. Gut, jetzt haben uns die Katzen tatsächlich geholfen, die Hunde auszuschalten. Natürlich nur für 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob das hier in Echtzeit abläuft. Ich glaube eher nicht. Das war in der damaligen Zeit auf jeden Fall noch nicht so. Jetzt können wir nämlich, glaube ich, ins Schloss und unsere Freunde befreien. Ja, hier stehen keine Wachen mehr. Die schlafen jetzt in ihren Betten tief und fest. Sehr schön. Gehen wir mal linker Gang. Okay. Ja, ich habe schon irgendwie geahnt, dass es hier wieder so eine Art Labyrinth gibt. Weil hier kommen wir Ende des Ganges, hier kommen wir in den rechten Gang. Gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, ich gehe hier nicht ständig durch die Gänge. Ich versuche es erstmal auf gut Glück. Gut, Sackgasse. Wenn nicht, dann muss ich es halt offline machen und ihr guckt dann danach zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich zu meinen Freunden. Waren wir hier? Nee. Hier nicht lang. Ja, dieser Sackgasse. Manchi. Ja, gut Glück bringt, glaube ich, nichts.
Ich weiß gar nicht, ich hätte mir vielleicht den Weg mal aufzeichnen sollen. Also es kann sein, dass es so lang wie bei den Ratten dauert und noch länger, weil es scheint hier doch größer zu sein, das Schloss. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, weil da war die Sackgasse, 100 pro. Hallo? Hier, wo geht's hier lang? Hier? Riff? Wo gehst du lang? Ja, jetzt wissen wir, wo wir lang gehen. Wir gehen wieder schnurstracks raus. Und wenn wir halt die ganze Folge dazu brauchen. Ich suche jetzt eigenständig diesen scheiß Gang hier. Hier waren wir, glaube ich. Da sind wir letztes Mal lang gegangen. Das. Okay. Königlicher Fressnapf. Ach, hier haben die Leute gespeist. Pals Fressnapf. Spots Fressnapf. Champs Fressnapf und. Der Puffy. Oh, wie süß. Der Puffys Fressnapf. Soll ich mir die alle mal anschauen? Ich glaube, das bringt aber eh nichts. Da ist nichts Besonderes dran. Ja, einfach nur Fressnapfe. Da ist nichts Besonderes dran. Bestimmt die Wachen. Hier ist der Pal, hier ist der Spot und bestimmt auch der eine oder andere Berater. Und da, er hat natürlich den größten von allen, also den größten Fressnapf. Und hier, oh, der königliche Stuhl. Wir nehmen mal Platz. Benutze. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ja, ist gut. Dann halt nicht. Na, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist auch Sackgasse. Das heißt, wieder raus. Muss die Maus. Geh wieder raus. Dann müssen wir doch hier lang. Aber hier war doch eine Sackgasse. Vielleicht müssen wir hier geradeaus. Irgendwie finde ich das schon. Nochmal geradeaus. Und ich wette, wir kommen jetzt gleich wieder raus. Nee. Noch nicht. Hätten wir jetzt nach links gemusst. Rechts wäre besser. Ja, rechts. Mann. Das Schloss ist riesig. Mensch, wie können die uns nur hier solche Sachen entgegenhauen? In einem Adventure. Ich will einfach ganz normal Rätsel lösen und nicht irgendwie durch irgendwelche Gänge schlendern, von denen ich nicht mehr weiß, wo die hinführen. Sieht auch alles gleich aus hier im Schloss. Verfluchter Mist. Oh Gott. Mimi. Ich will hier raus. Ich bin ein Fuchs. Holt mich hier raus. Sieht wirklich alles gleich aus. Und es regt einem doch auf, wenn man immer dieselben Bilder sieht. Also auf gut Glück. Vor allem hier live bei euch jetzt. Ja, live nicht, aber ist eine Aufnahme. Aber ich meinte jetzt, während ihr zuschaut, ist es doch scheiße. Also dieses Spiel ist nicht für einen Let's Play geeignet. Liebe Leute, spielt das nicht in einem Let's Play, so wie ich. Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Oh, wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ja, ich schaff's Zeiten. Hallo? Also wenn wir jetzt nochmal 5 Minuten hier rumirren, ohne irgendwas zu finden, spiele ich das offline. Ich mache es dann wirklich offline. Erstmal suche ich den Gang und dann schreibe ich mir es irgendwie auf und spiele es dann mit euch. Dann habt ihr auch so eine kleine Lösung, wo es lang geht. Wenn ihr mal hier feststecken solltet, so wie ich. Aber ist doch wirklich kacke. Wer entwickelt denn so ein Labyrinth? Wer macht denn das? Ich verliere schon wieder. Okay. Schon wieder? Lass uns zur Feier einheben. Du verlierst und ich gewinne. Wie wahr? Aber ich glaube, du hast mit meinen Chips gesetzt. Ein guter Schnaps und deine Chips sind alles, was mich am Leben erhält. Was haben wir denn hier? In der Waffenkammer eine Pokerrunde, eine illegale wahrscheinlich noch. Aber es scheint, wir sind hier richtig. Es scheint, wir sind hier wirklich richtig. Können wir gar nichts anschauen? Nee. Das erinnert, die erinnern mich irgendwie. Kennt ihr Sime the Sorcerer 2 die Szene, wo diese Rollenspieler in dem Zelt drinne saßen? Saugeil, das erinnert mich voll dran. Oder dieses Bild, dieses, genau, noch mehr an dieses Bild. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber kennt ihr
Das Bild da mit dem pokerspielenden Hunden, das soll bestimmt darauf eine Anspielung sein, 100 pro. Wir können es auch nicht dazusetzen, können nicht mitspielen, weil an sich spiele ich ja gerne Poker. Ich habe auch einen Pokerkoffer daheim. Von daher, mache ich es sehr gerne. So, immerhin sind wir schon mal so weit. Jetzt müssen wir hier nur noch die richtigen Gänge finden. Ende des Ganges. Riff, du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest das tun. Wir haben es gefunden, aber wir haben... Ich glaube, wir haben keinen Schlüssel. Vielleicht können wir es mit den Nadel und Faden knacken. Ich kann einfach nicht herausfinden, wie man das benutzt. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel. Ja, es war mir klar. Mist. Mist, Mist, Mist. Im Pokerraum gab es auch nichts. Was sagt denn ihr? Hier? Ich habe nie daran gezweifelt, dass du uns befreien wirst. Ja, noch ist es ja noch nicht so weit. Deine Rückkehr macht dich zu einem ehrenwerten Kämpfer. Genau, die Rückkehr des Fuchses. Ja. Toll. Toll, jetzt sitzen wir hier auch fest. Ich habe keinen Schlüssel. Können wir irgendwie das irgendwo festbinden? Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ja, gut. Und aufziehen? Vielleicht hier? Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ja, ich weiß es auch nicht. Frag mich nicht. Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, wir sind im Schloss. Oder, hä? Hä? Ach, wir sind unterirdisch. Wahrscheinlich ist der Kerker da unterhalb des Panther... Panther? Doch, das könnte ein Panther sein. Unterhalb des Pantherdorfes oder des Katzendorfes oder wie auch immer. Ich brauche einen Schlüssel. Dazu muss ich noch irgendwas anderes finden. Mist. Mist, 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 Mist. Na, hier ist wieder Sackgasse. Hier waren, glaube ich, die Zellen, oder? Nee, hier. Sieht aus wie, sehen denen auch aus, manche so nicht wie Teppiche, sondern wie Lorenschienen. Ihr wisst schon, hier in den Minen und sowas. Ja, wenn ich das sehe, muss ich daran denken. Ja, auch ich habe keine Lust mehr. Mensch, ich reg mich jetzt auf. Ich spiel's aber weiter, ich spiel's knallhart weiter, egal wie lange das noch dauert. Aber wenn es jetzt noch viel länger geht, dann, wie gesagt, ich mache das dann offline. Und zeig euch mal dann den richtigen Weg. Komm schon, aber ihr sollt auch mal sehen, dass es wirklich schwierig ist. In diesem Fall möchte ich nicht neu geben. Wir sollten das Spiel mit gleichen Karten wiederholen. Da bin ich ja wieder. Das war ein unterhaltsames Blatt. In Ordnung. Gib mir ein paar deiner Chips, damit ich setzen kann. Aber dass sie sich für uns nicht interessieren. Kann mal einer noch eine Flasche Wein öffnen? Was? Badeöl? Alles klar. Hey, die haben aber keinen Schlüssel, oder? Hey, ich sehe einen Fuchs. Nicht schon wieder der alte Trick? Guten Tag. Darf ich mitspielen? Darf ich mich zu euch setzen? Ja, ich habe eine Straße. Aha, gewonnen. Tschüss. Ich hau mit den Pokerchips ab. So. Jetzt sind wir wieder zurück. Das heißt, ich muss noch irgendwie einen Schlüssel finden. Aber wo, wie, weshalb, warum, das habe ich keine Ahnung. Linker Gang. Hier geht's lang in den linken Gang. Na, komm. Ja, so. Irgendwie gerade seltsam gewesen. Ich habe schon Angst gehabt, wieder ein Bug. Ja, wir irren hier rum. Wir irren wirklich hier rum. Hätte ich mir das bloß irgendwie aufgezeichnet am Anfang. Okay, jetzt sind wir wieder in der Sackgasse geraten. So, 2 Minuten, 3 Minuten probier es noch. Sonst mache ich es wirklich offline. Das ist doch kacke. Huch. Okay, ich mache es nicht offline. Wir sind hier im Thronsaal, wie es aussieht. Der Wandbehang. Sieht ja schick aus. Da ist nichts Besonderes dran. Sieht aus wie ein Wolf statt wie so ein Hund. Können wir den irgendwie mitnehmen? Nee, ne? Das kann ich nicht aufnehmen. Oh, hier ist ja der schöne Thron. Können wir uns auch nicht draufsetzen, können wir nicht benutzen. Wir sind, glaube ich, hier rausgekommen. Das heißt, wir gehen mal hier in den rechten Gang.
Vielleicht muss ich es ja doch nicht offline machen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Vielleicht finden wir hier irgendwann mal raus. Die Folge geht ja noch 10 Minuten. Mindestens. Wenn nicht, verlängere ich das einfach hier. So. Nein. Das war... Nein. Ja. Sackgasse war das. Jetzt müsste ich nur wissen, von woher wir kamen. Wir kamen, glaube ich, von hier. Das heißt, wir gehen mal hier entlang. Ja. Sind wir hier richtig? Oh, tatsächlich. Geil. Geil, wir haben es geschafft. Wir sind zum... Ja, der ist der Schlüssel, ne? Der hält ihn in der Hand. Sehr schön. Schreibfeder. Ich schaue hier erstmal alles an. Was? Hallo? Ich fange dich, Fuchs. Ich fange dich. Ja, gut. Jetzt schläft er wieder. Was war denn das eben? Was? Oh, aha. Hört ihr das? Was? Jetzt eben war nichts. Moment. Hier. Ja. Was? Ihr habt es bestimmt auch gehört. Die Bretter quietschen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass die Bretter nicht quietschen. Wir müssen nämlich den Schlüssel 100 Pro erreichen. Ich will nicht ein bisschen was anschauen. Schreibfehler kann ich nicht anschauen. Das hier auch nicht. Schlüssel auch nicht. Nee. Geht nicht. Ich will die Schreibfeder nehmen. Ich denke mal nicht. Nein. Oh, jetzt vielleicht. Hat nicht gequietscht. Ich habe keine Zeit für Korrespondenz. Was? Ich verstehe den gerade nicht. Ich habe keine Zeit für Korrespondenz. Ah, der flüstert. Deswegen verstehen wir den nicht. Okay. Was? Alles klar. Okay, jetzt müssen wir gucken. Nein, hier quietscht auch. Ja, Fuchs, ich fange dich. Wir müssen irgendwie, ohne dass es quietscht, da hochkommen. Ich glaube, hier, das sticht nämlich hier hervor und das hier oben auch. Das heißt, so, jetzt haben wir es. Ah, geil. Und wie sieht es auch unten aus mit der Truhe? Ja, toll. Was? Mist. Können wir uns die wenigstens öffnen? Oder nehmen? Nein. Schnapp den Fuchs. Haltet ihn. Nein. Haltet. Ach toll, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zur Tür. Oh. So, dann auf ein neues. Hoch. So. Nein, Mist. Was? Mist, die Kacke. Nein. Da gab es auch bei Sime the Sorcerer so eine Scheißstelle. Beim 3D. Beim dritten Teil. Füchse. Ja, du mich auch. Da gab es auch so eine blöde Stelle, wo wir die Bretter nicht quietschen lassen durften. Sonst hat uns ein Wachmann gesehen. So, jetzt können wir den nehmen. Hoffentlich. Ja, den Schlüssel in unseren Besitz. Das ist der Schlüssel aus Prinz Schlafgemach. Ja. Ich frage mich, was man damit aufschließen kann. Ich wette die Gefängniszelle. Da müssen wir jetzt schnell hoch. Füchse. Oder beziehungsweise runter in den Kerker. Füchse. Ja, laber du nur. Du musst uns fangen, alles klar. Tschüss. Auf Wiedersehen. Müssen wir nur wieder zurückfinden. Oh, mimi. Obwohl, das finden wir jetzt auch auf Anhieb. So, Ende des Ganges. Komm schon, wir müssen wieder durch den Pokerraum. Wenn wir den finden, sind wir schon wieder richtig. Aber sieht, glaube ich, nicht gut aus. Oder? Ich glaube, wir laufen... Oh, nee, zuerst den Drohensaal, genau. Ja, so weit sind wir jetzt schon mal. Gott sei Dank. Immerhin haben wir zurückgefunden. Jetzt nur noch in den Pokerraum. Und vom Pokerraum aus in die Zelle. Und da müssen wir auch irgendwie nochmal rauskommen. Okay, hier ist eine Sackgasse. Wir kamen von hier, das heißt, hier geht's weiter. Hoffe ich.
Also so schwer ist es jetzt doch nicht. Es ist halt, er braucht halt nur Unmengen an Zeit. Das könnte schwieriger sein. Wir könnten gar nicht mehr rausfinden. Durch schieres Klicken funktioniert es ja irgendwie. Durch sinnloses Absuchen der Gänge hier. Ich glaube, jetzt laufen wir so einmal ums Schloss rum. Oder? Werde ich gleich sehen, weil wenn wir wieder in eine Sackgasse geraten. Komm schon, Ende des Ganges. Oder wenn wir wieder draußen sind. Nachher stehen wir wieder vorm Schloss. Ja, ich glaube, hier gehen wir nur im Kreis. Müssen wir nur hier richtig abbiegen. Oh. Nee, ist nicht mein Magen, das bin ich. Etwas nervt es doch alles. Ja, gut. Oder? Es könnte einen da richtig aufregen. Manch anderer würde die Tastatur an dem Schreibtisch zerhauen. Wegen dem Scheiß. Wir gehen jetzt einfach nochmal links. Wir sind, glaube ich, vorhin... ja, wir sind, glaube ich, vorhin geradeaus. Ja, komm, jetzt geh hier lang. Blöder Fuchs, ey. Der Fuchs geht herum. Ja, das ist wirklich der Fuchs geht herum. Der Fuchs irrt herum. Fuchs irrt herum. Fuchs irrt herum. Wir sind wieder draußen. Ah, geil. Okay, ich sag euch was. Die Folge ist zwar jetzt beinahe zu Ende, aber ich mach das jetzt schnell mal offline. Wir sehen uns gleich wieder. Dann schreibe ich mir das schnell auf und dann finden wir schon den richtigen Weg. Ich sag's euch. Also, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Hab wirklich fast eine Stunde da rumgemacht. Bin durch die Gänge geirrt. Ah, extra für euch. Ja, was tut man nicht alles für seine Zuschauer? Hallöchen. Hab es aber erstmal ganz von Anfang gespielt. Wir haben zwar den Gefängnisschlüssel hier jetzt schon. Beziehungsweise den Eisenschlüssel, ja, ist gut. Aber ich will es euch nochmal komplett zeigen, dass ihr auch so eine kleine Lösung habt. Also wir gehen dann nochmal in den Thronsaal, wir gehen nochmal ins Schlafzimmer und dann in den Pokerraum. Und ihr wisst schon, okay, fangen wir an. Also am Anfang ist es natürlich so, Ende des Ganges, ist klar, ne? Geht ja nirgendwo anders weiter. Dann nach links. Dann, ich muss öfter mal auf meinen Zettel gucken, sorry. Dann war rechts, dann wieder Ende des Ganges. Und wenn ich mich nicht täusche, dürfte jetzt auch nur Ende des Ganges sein, genau. Ich hoffe, ich habe mir das richtig aufgeschrieben. Hier genau nach rechts. Dann müsste Ende des Ganges. Und dann nochmal nach links. Und dann wieder Ende des Gangs, dann müssten wir in den Thronsaal ankommen. Wenn ich richtig liege, kommen wir jetzt in den Thronsaal. Ja, gut. Super. Also soweit haben wir es jetzt schon mal. Ihr wisst, Thronsaal liegt hier. Dann hier natürlich in den Gang. Dann geht es eh nur nach links. Dann geht es hier geradeaus oder Ende des Ganges, wie es ja hier heißt. Dann rechts. Dann müssen wir nochmal rechts. Dann wieder zum Ende. Ja, ich bin auch bald am Ende. Dann nochmal Ende, genau. Dann ging es nochmal links, links und dann rechts. Links. Links. Und jetzt nochmal rechts. Und dann dürften wir im Schlafzimmer angelangen. Ja, super. Seht ihr? Schlafzimmer, Schlüsselstibitzen, wieder raus. Ach, die Bretter. Ja, ihr wisst schon. Gut, dann geht's weiter. Nach links. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück zum Thronsaal. Geht's nach rechts, dann wieder nach rechts. Ja, geradeaus. Ich sag jetzt einfach mal ein bisschen was, ist langweilig für euch, ich weiß. Für die, die das schon gespielt haben oder sowas, ist es auch Ende des Ganges hier übrigens. Ist es natürlich jetzt langweilig, aber ich will euch das ja auch zeigen. Für die, die es noch nicht kennen und die eine kleine Lösung brauchen. Und hier müssten wir jetzt wieder zum Thronsaal kommen. Right, richtig. Bisher lief es doch gut. Gut, dann geht es hier nämlich nach links. Dann rechts. Ende. Oh Gott, irgendwann, jetzt träume ich von links, rechts, Ende hier.
Dann war es nochmal Ende des Ganges. Dann nach rechts und links. Und dann kommen wir in den Pokerraum. Jetzt rechts. Und dann nach links. Sind wir jetzt nach rechts gegangen? Gott, eben habe ich auf mein Zettel geschaut. Wir gehen einfach mal nach rechts. Und jetzt nach links. Jetzt kommen wir in den Pokerraum, oder? Drittpoker? Ja, sehr gut. Verrückt? Wir verlieren doch andauernd. Wir hätten in 0,0 nur noch unser Halsband um. Ja. Ich vermisse die Menschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde den Hund mit der Mütze da, den ganz rechten, so klasse. Ich vermisse wirklich meine Leine. Hey, ich sehe einen Fuchs. Ach, nee. Ich bin ja auch ein Fuchs. So. Gut, hier wieder Concentration. Im Pokerraum geht's nach links. Dann nochmal nach links. Die Folge überziehe ich jetzt einfach ein bisschen. Geht jetzt nicht anders. Rechts. Dann auch zum Ende des Ganges. Dann wieder nach rechts. Dann nochmal nach rechts. Und jetzt nach links. Dann müssten wir in die Gefängniszelle kommen. Riff, du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest das tun. Juhu, ich wusste es auch. Und wir benutzen schnell mal den Eisenschlüssel hier mit der Zellentür. Auf geht's. Ihr seid frei, meine Freunde. Frei wie der Wind. So, müssen wir nur noch zurückfinden. Sagen die was anderes jetzt noch? Ich habe nie daran gezweifelt, dass du uns befreien wirst. Eine kurze Zeit war ich davor, nicht zurückzukommen, mir ein schönes Leben zu machen. Aber wegen euch bin ich nicht zurückgekommen. Ich wollte nur meine Freundin befreien. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir müssen auch noch zurück, wieder in den Pokerraum und dann ganz raus. Gut, also Ende des Ganges. Ich habe mir ein bisschen weiter gespielt, weil ich das euch einfach demonstrieren wollte. Dann müssen wir nach links, jetzt mit unseren Gefährten. Genau, wieder nach links, dann nochmal rechts und rechts. Dann dürften wir wieder in den Raum mit den pokerspielenden Hunden kommen. Ist es hier nicht ungewöhnlich ruhig? Zu ruhig. Bäh. Schon besser. Ich finde die geil, ich finde die toll. Also, das haben die hier wieder klasse gemacht. Manche Stellen sind hier wirklich schön. Okay, gut, jetzt Concentration. Nach links. Zum Ende. Links again. Nochmal links. Rechts. Und juhu, wir sind draußen. Endlich. Boah. Und wir sind auch fertig mit der Folge, ne? Ein bisschen überzogen habe ich, ist nicht schlimm. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, wie gesagt. Gut. Nächstes Mal geht's dann weiter hier bei Erben der Erde. Würde mich freuen, wenn ihr dann bei der neuen Episode wieder mit dabei seid. Tschüss.